Und weiter geht's hier mit dem LS22. Heute machen wir nicht nur sauber, sondern heute machen wir auch direkt weiter mit dem Cash verdienen. Wir brauchen mehr Cash, wir machen neue Aufträge, wir gucken, was sinnvoll ist und welche Aufträge natürlich schneller zu erledigen sind als die beim letzten Mal. Ja, wir müssen natürlich wieder ein bisschen Cash machen. Das bedeutet, ich fange hier an, gleich erstmal die Kisten einzusammeln und wir verkaufen unser Gemüse. Das erste Mal eine Palette hier mit Salat. 290 sind schon wieder in der Produktion. Wir haben schon wieder zwei weitere Erdbeeren. Wenn das erledigt ist, stelle ich als nächstes die Felder ein auf automatisches Verkaufen. Dann haben wir diese Sorge sozusagen komplett außer Welt. Das wird automatisch verkauft hier, das ganze Gemüse, und dann ist das erledigt. Wir müssen dann bloß, ich würde mal sagen, einmal im Jahr nachwässern und dann läuft das Ganze. Jetzt heißt es natürlich, gut überlegen, was wir mit den mittlerweile 57.000 Euro, was wir damit machen. Hole ich mir vielleicht für ungefähr 20.000 Euro nochmal so einen Imkerstock hier, so einen Bienenstock, so einen großen. Und ich habe eine größere Produktion dann von Honig. Wäre eine Option. Müssten wir natürlich mal eben gucken, wie sieht das hier aus mit den Preisen. Da ist er doch, der Honig. So, Honig. Ist schon mal nicht so schlecht, ne? Ist schon mal nicht so schlecht. 800-900. Das ist schon mal nicht verkehrt, wenn man das vergleicht mit den Preisen von zum Beispiel den Erdbeeren. Da haben wir die Erdbeeren und die Tomaten. Die liegen eher so bei 200 bis maximal vielleicht 300. Also da haben wir schon mal einen riesen Unterschied. Würde bedeuten, Honig, ja, wäre doch ganz solide. Ein anderes Ding wäre dann natürlich auch sowas wie Eier. Das stand auch schon in den Kommentaren unter den letzten Videos. Übrigens, wenn dir da noch was auffällt oder einfällt, auch das gerne in die Kommentare reinschreiben. Gucke ich mir auf jeden Fall alles an. Ich setze nicht alles um, aber ich gucke mir auf jeden Fall alles an. Und das, was für mich im Moment sinnvoll erscheint, setze ich dann natürlich auch gerne direkt um. Eierproduktion würde ja bedeuten, wir brauchen Hühner. Wenn wir in die Hühnerschiene gehen, ich meine, das brauchen wir später im Laufe des Games dann wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Wir brauchen ja später keine Hühner mehr. Aber ich könnte dann, wie war das, so, hier auf die Tiere gehen. Und dann hätten wir hier, nee, wait, das sind Kühe, hier Hühner. Dann hätten wir hier so einen kleinen Stall, der wäre sogar super billig. Und da könnten rein 30 Hühner. Hier würden reinpassen 360. Alter, und das ist auch gar nicht wesentlich größer. 360, das Ding kostet aber auch 79.000. Sollten wir das in Angriff nehmen? Dann hätte ich hier Platz für 360 Hühner. Na, wenn da mal nicht die Eierproduktion absolut eskaliert. Und dann braucht man, glaube ich, das hier. Eiversand, genau. Und dann werden die schön verkauft für 500 extra und dann raus damit. Also 79, sagen wir mal 80.000. Und dann hätten wir eine richtig fette Produktion von Eiern. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit hin bis da. Ich glaube, das ist vielleicht sinnvoller als die Produktion von oder noch mehr Gewächshäuser. Andererseits, Nachteil, Plantage, Gewächshäuser, Nachteil, wir haben natürlich bei den Gewächshäusern, wir brauchen nur Wasser. Bei den Hühnern ist es dann wiederum so, wir brauchen natürlich, was haben wir hier, wir brauchen irgendwelche Getreidearten. Das heißt, ich muss immer mal wieder Getreidearten einkaufen, da ich sie ja selbst noch nicht produziere. Und damit eben den ganzen Stall hier befüllen, damit die auch die ganze Zeit schön was zu snacken haben, die Hühner. Sonst ist es natürlich auch schlecht. Also, das ist natürlich so ein Ding. Wieder ein anderes Teil wäre Wolle.
Aber auch die, da muss ich dann ernten, da muss ich dann hier Gras ernten. 50.000 könnte ich jetzt natürlich auch schon bauen für 25 Schafe. Wie ist der? Oh, was war das? Ich habe irgendein Achievement gehabt. Erfolg freigeschaltet. Hofheld. Was auch immer das ist. Wolle, hier. Naja, und ist es auch schon wieder deutlich weniger, ne? Nee, das ist schon wieder deutlich weniger. Ich sag mal so, um die 1000 herum ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ein anderes Ding wäre natürlich die Produktion von noch mehr anderen Gemüsearten. Das, was ich ganz am Anfang ja auch schon gesagt hatte. Hier gibt es ja von dieser Lizard-Mod gibt es ja auch noch ganz verschiedene Gewächshäuser. Oder hier dieser Folientunnel. Dann gibt es hier eben auch noch die kleinen Gewächshäuser, preislich bis hin zu 24.000. Und da kann ich ja noch mal ganz andere Produktionen, also ganz andere Gemüse hier produzieren. Kartoffeln tatsächlich, Beeren, Zwiebeln, Erbsen, Bohnen. Also das wäre natürlich auch nochmal ein Ding. Also wenn du dich damit schon auskennst, auch das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was du meinst, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Ob man hier vielleicht nochmal in diese andere Gemüseproduktion reingeht. Hier bräuchte man natürlich auch wieder Wasser, aber auch nochmal so einen anderen Dünger. Also in beiden Fällen bräuchte ich mehr Materialien bzw. Ressourcen für die Produktion. Und es wäre nicht so einfach wie jetzt hier einfach nur die Gewächshäuser oder eher einfach nur die Bienen. Nochmal ein anderes Ding wäre sowas wie hier vielleicht sowas, ja, auf so einen Generator nochmal. Aber das scheint mir so auf Dauer vielleicht auch jetzt nicht so der Kicker zu sein. Von daher ist das Ganze ja für mich gerade echt ein bisschen schwierig oder schwer einzuschätzen, weil ich halt nicht weiß, was wie viel bringt auf Dauer. Und letzten Endes ist ja das Ziel immer noch die Fischfarm, eine größere Fischzucht. Und dementsprechend brauche ich ja verschiedene Felder mit verschiedenen Lebensmitteln oder Ressourcen sozusagen, Getreidearten, um die Fische dann wiederum füttern zu können. Erstmal würde ich sagen, heißt es jetzt Cash machen. Das bedeutet, wir gucken nochmal in die Aufträge rein. Gibt es da irgendwas Spannendes? Es gibt einen Düngeauftrag. Feld Nummer 4. Ist das hier nicht direkt um die Ecke? Düngeauftrag Feld Nummer 4. Okay, nee, die sind ja ganz woanders. Das ist hier ganz oben. Nee, da fahre ich nicht hin. Das ist mir für 400 Dollar, ist mir das viel zu weit. Da habe ich ja mehr Spritkosten. Das ist auf jeden Fall zu weit weg. Was haben wir noch? Düngen, Ballen pressen, ernten. Hier gibt es gar keine Erntekarotten. Ziehe ich die mit der Hand raus oder was? Erntekarotten? Hier gibt es gar keine Maschinen für. Ich ziehe doch nicht die Karotten mit der Hand raus. Nee, ich bin mit dem Ernten, Pflügen ist aber auch so ein Ding, ne? Hier sind dann immer nur diese kleinen Pflüge dran. Und dann fahre ich hier die ganze Zeit hin und her. Ja, es ist ein bisschen tricky. Ich sage es dir gerade, wie es ist. Es ist gar nicht so einfach, hier gut Cash machen zu können. Ich lade jetzt mal eben alles auf. Und vielleicht gehe ich einfach in den nächsten Monat. Dann kommt wieder ein bisschen Geld rein, sollte zumindest. Und dann sollte ja auch irgendwann hier, muss gepflügt werden, Wachstum Zuckerrüben. Da muss ich ja irgendwas auch machen mit den Zuckerrüben, denn die haben ja auch irgendwo ihre Zeit. Kalender, Zuckerrübe, August und September ist Erntezeit. Wir sind schon im August. Ich könnte die also schon ernten. Aber ich habe gehört, dass das überhaupt nicht cool sein soll, weil die so wenig Cash bringen. Nee, warte, ist auch Blödsinn, die Kartoffel ist hier. Zuckerrübe ist hier, Oktober, November. Oktober, November, alles gut. Oktober, November ist es und wir haben August.
Okay, das heißt, ich habe damit auf jeden Fall noch Zeit. Das lasse ich erstmal schön in Ruhe. Ich sammle jetzt erstmal eben hier die Fässer, die Paletten ein. So, mal eben kurz zurückmarsch. Mal eben hier ankoppeln, den Hänger mit dem Schlepper. So, jawohl, läuft. So, dann fahren wir mal hier eben kurz dran vorbei. Und zwar schön sachte, damit wir hier die Glashäuser nicht kaputt hauen. So, und dann machen wir einen auf den hier einfach, ne? Für die Übersichtlichkeit. So. Guck mal hier. Zack, einmal drauf. Die Tomaten sind drauf. Dann brauchen wir hier nochmal eine schöne Ladung feldfrischen, pflückfrischen Salat. Ohne Scheiß, also ich hätte da schon Bock drauf, da auch nebenbei einfach nochmal so eine große Gemüseproduktion über die Plantagen hier, über die, das wäre schon auch irgendwie witzig. Das würde ich schon nehmen. Das würde ich schon nehmen. Ich weiß nicht, hoppala. Ich weiß nicht, ob das so smart ist hier von den, ob ich da vielleicht nochmal ein anderes Feld mache oder so. So, machen wir eben aussteigen. Aber an für sich? Kann man die eigentlich abreißen und wieder neu? Dann sind die wahrscheinlich Schrott und weg, ne? Frage. Und ich hoffe auf eine gute Antwort. Kann ich etwas umsetzen oder abreißen zu einem schlechteren Preis, es dann vielleicht wieder aufbauen? Oder lohnt es sich nicht, weil der Preis dann so schlecht ist, dass das ganze Cash dann irgendwie weg ist? Also, kann ich etwas umsetzen, weil ich es vielleicht gerade ein bisschen blöd platziert habe? Gibt es da irgendwas? Oder muss ich es immer alles abreißen? Denn wenn ich es umsetzen könnte, kann ich mir vorstellen, dass ich die vielleicht eher so nebenein oder hintereinander mache. Dass ich dann eben hier so eine Gasse freilasse, wo ich dann schön mit dem LKW durchbretter, flüpp, 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 Autoload, 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 einmal im Jahr vielleicht oder so. Das dann natürlich auch irgendwann mal in so ein Silo packen. Und wenn das in einem Silo ist, dann natürlich gucken, zu welcher Jahreszeit sind die besten Preise für die Produkte. Viel Frage auf einmal. Aber eigentlich ist die große Frage, kann ich etwas umsetzen? Das wäre natürlich nicht schlecht. So, Honig braucht noch ein bisschen. Das sind noch 3 Kisten, das wird noch ein bisschen brauchen. Oder ich nehme das jetzt schon mit. Aber ich glaube, ich warte einfach ein bisschen. So, wir haben jetzt hier die Auswahl. Warte mal. Zwischen Salat und Tomaten und Erdbeeren. Salat, Tomaten und Erdbeeren können wir verkaufen. Wo ist die Frage? Salat. Einkaufszentrum 187 Red Marble Bowling Restaurant. Oder Fast Food Restaurant. Fast Food. Red Marble 144. 104. Red Marble. Ich nehme das Red Marble Restaurant. Markierung setzen. Ich hoffe nicht, dass es zu weit weg ist. Wir gucken mal eben auf der Map. Ich sehe es überhaupt nicht. Irgendwo müsste ein Ausrufezeichen. Oder ist es das hier? Das ist es. Okay. Ja, das ist doch okay. Da fahre ich jetzt eben hin, hier die Hauptstraße entlang. Zack, zack, hier oben hoch. Und gut ist. Ja, da fahren wir jetzt eben hin. Liefern das mal eben ab. Und dann haben wir zumindest wieder ein paar Kröten. Das wird nicht wahnsinnig viel sein. Aber das Ganze muss ja weg. Und nicht vergessen, danach stellen wir das Ganze natürlich auch wieder um auf automatisches Verkaufen. So, und da sind wir auch schon. Alter Falter. Hör mal, das sieht ja fast so aus, als ob er hier direkt über den Acker gefahren ist. Was? Der ist direkt über den Acker gefahren? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wer macht denn sowas? Das wäre ja
Das wäre ja ein Dingen. So. Und hier vorne abladen. Ist das richtig? Umschalt I. Autobeladen Modus R. Oh. Da ist es schon runter. Wait, nimmt er mir jetzt hier eine. Ich habe jetzt 800 noch was bekommen. Ich habe jetzt hier 800 für bekommen. Tausend. So. Tausend. Immerhin 1000. Immerhin 1000. Sind wir zufrieden. Damit die Leute hier in der Bowlingbahn was Vernünftiges zu essen bekommen. So soll das sein. So, jetzt wieder zurückbrettern. Wir haben 58.000. Jetzt schalten wir erstmal die Gewächshäuser auf automatisches Verkaufen. So. Also, Hänger wieder abstellen. So war das. Ein Stückchen vorfahren. Und jetzt gucken wir hier mal eben rein. Also, wir haben hier eine Produktion. Haben wir jetzt gerade. Ich frage mich immer noch, welche Produktion die beste ist, ne? Eigentlich ist es wurscht. Ich glaube, die sind preislich relativ ähnlich. Und dementsprechend stellen wir hier erstmal alles um auf Verkauf. Wir haben hier eingestellt Tomaten. Also gehen wir hier auf Tomaten, 600 noch was Stück. Und klicken hier. Ausgabe. Ausgangsmodus ändern. Genau, direkt Verkauf, verteilen, behalten. Verteilen, denke ich, ist fürs Verteilen in so ein Silo oder irgendwie sowas. Maybe, ich weiß es nicht genau. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn du das weißt. Dann weiß ich es auch beim nächsten Mal. Behalten ist ja klar. Und direkt Verkauf, das ist das, was wir einstellen. Also, erstes Gewächshaus, Direktverkauf. Für die Tomaten. Dann haben wir das. Nächstes Dingen. Auch direkt hier. So. Der Salat. Da sind wir hier. Genau. Nichts auf Behalten, sondern auch hier auf Direktverkauf. 19.000 noch was Liter an Wasser. Das wird auf jeden Fall richtig schön lange halten. Also, ich bin quasi 3, 4, 5, 6. Ja. Sechsmal. Nee. Neunmal bin ich gefahren. Dreimal pro Gewächshaus. Also 9 Touren gefahren. Und damit war halt alles komplett voll. Das ist, glaube ich, voll okay. Und damit habe ich das ganze Jahr über nichts mehr damit zu tun. Erdbeeren. Direktverkauf. Okay, ich denke, die werden automatisch und direkt verkauft, sobald die Palettengröße erreicht ist. Palettengröße ist in allen Fällen 1000 Liter, 1000 Einheiten. Das wäre natürlich für das hier auch interessant. Wenn das gehen würde, könnte. Aber hier gibt es keine Auswahloption. Auch hier dran nicht. Oh, soll ich davon noch ein zweites hinstellen? Es ist wirklich schwierig für mich herauszukriegen, was ist sinnvoll, ne? Man kriegt ja im Hard-Modus hier, man kriegt ja so wahnsinnig wenig Geld. Für Aufträge oder für, ja, eigentlich für alles, ne? Also wir müssen wohl noch mal in den sauren Auftragsapfel beißen. Pflügen, ernten oder soll ich tatsächlich mal Ballen pressen? Feld Nummer 18. Oh mein Gott, nein, das ist mir zu viel, ey. Das ist mir zu viel. Das können wir vielleicht mal im Livestream machen. Das wäre doch was, oder? Aber das ist mir zu viel. Hammerhart, ey. Ballen pressen. Wenn man irgendwas hätte, was das halt automatisch macht, ne? So, gibt es denn sowas überhaupt? Gucken wir mal eben rein. Ne, das ist falsch. So. Gibt es denn etwas? Eine Maschine, Rüben, bla bla bla, Forst. Das ist natürlich auch spannend, aber das mache ich mal vielleicht bei einem anderen Projekt irgendwie nochmal extra, oder? Forstwirtschaft ist mit Sicherheit auch super spannend.
die ganzen Maschinen da und sowas. Guck mal hier, Ballen pressen, direkt das erste. Ja, lol, ey, was ist das denn? Das ist the way to go? Nee. Er sammelt hier ein und presst sofort die Ballen. Okay, kostet aber auch 200.000, ne? Gibt es einen Anhänger? Überladewagen, Anhänger, Schneidwerke, Rübentechnik, Mulcher. Grubber habe ich schon. Düngestreuer habe ich auch. Ballenwickler, Ballentransport. Ja, das sind diese ganzen Geräte. Ballenpressen. Und dann hat man vorne, ah. Das heißt, ich fahre vorne mit dem Mähgerät, hinten dran direkt mit der Ballenpresse. Ist das der Hammer. Ja, das muss ich, da muss ich noch mal, da muss ich mich Stück für Stück reinarbeiten. Das ist aber auch jetzt nichts, also nichts für jetzt. Damit komme ich, glaube ich, nicht gerade richtig sinnvoll weiter. Ich brauche etwas, womit ich solide Cash machen kann und kontinuierlich Einnahmen generieren kann. Also, ich platziere jetzt hier nochmal so ein Bienenstock-Bungalow. So ein Bienenstock-Silo. Kann das hier einfach so hin? Da, 19.000. Oder kann das hier so daneben? Dahinter kann es leider nicht, ne? Und so, und umstellen kann ich die ganzen Dinge halt auch nicht. Ja, das wäre halt was, ne? Etwas, was man einfach nochmal aufheben kann, umstellen kann. Das wäre halt schon cool. Kann ich das hier so direkt daneben machen? Auch nicht. Das wäre schon nice. So könnte ich das platzieren. Relativ aber im Weg, ne? Aber dann wäre es zumindest hier in diesem Rahmen auch von dieser Ablagestation. Ich baller das da jetzt hin. Bam. So. Jetzt habe ich hier zwei. Oh, wait. Auswählen. Verkaufen kann ich es nur. Wert 10.000. Also 50%. Alter ein Monat. Oh, ich kann es sofort wieder verkaufen. Dadurch hat es keinen Wertverlust. Gut zu wissen, dann weiß ich das schon mal. Was haben wir hier? Gewächshaus, ein Monat alt, 5.000. 5.000, 5.000. Produktion, Gewächshäuser, 10.000. Also auch da nach einem Monat schon sofort 50%. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich mies. Aber soweit okay. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Dadurch steigert sich die Produktion jetzt vom Honig ins Doppelte. Da sollte jetzt einiges gehen. Die Bienen sumsen hier rum, alles ist gut. Und ich gehe jetzt rein in den nächstbesten Auftrag. Nee, ich gehe jetzt ins Bett und hoffe auf bessere Aufträge. So, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wir achten mal eben auf das Cash. Ich habe jetzt 39.000 und jetzt müsste ja eigentlich hier Geld reinkommen. Bam, neuer Tag, neues Glück. Wir hatten Ausgaben, wir hatten Einnahmen und sind jetzt bei 42.000. Also, wir haben schon leichte Einnahmen. Wir sind im September. Da haben wir doch die Statistiken hier aus dem August, September. Also, im August hatten wir hier Lohndienstleistung 37. Wir hatten Lohnzahlung für die Helfer 3.800. Aber wir haben auch, ja, also 10% Kosten oder 11% Kosten vielleicht für die Helfer. Das ist auch soweit okay. Einnahmen durch die Ernte, weil wir ja auch Sachen verkaufen konnten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Verkaufte Produkte, das ist natürlich auch gut.
Gebäudeeinnahmen, das ist wichtig. Wir haben 4.000 gemacht über die über den Strom. Über die Windkraft muss es sein. Also im Großen und Ganzen ganz okay. Ganz okay soweit, das passt. Und hier läuft es jetzt auf jeden Fall weiter. Die Gewächshäuser laufen. Das ist soweit gut. Und wir gucken als erstes mal rein in die weiteren Aufträge. Gibt es neue lukrative Aufträge? So, es gibt Felddüngeaufträge. Und weißt du was? Ich nehme sie alle an. Ich nehme alle Düngeaufträge an. 60, 65, 80 gucke ich mal eben. Und 3, 4, 5. 3 für 5 ist oben links in der Ecke. 3, 4, 5. 60 ist hier unten. 60, 65, 80. 60, 65 ist ja winzig. Und 80 müsste größer sein. Es ist dann auch winzig. 80. Auch wenn die ein bisschen verstreut sind. Aber ich nehme erstmal alle Düngeaufträge an. Das wird wahrscheinlich gar nicht so viel an Düngerverbrauch sein. Gehe ich einfach mal von aus. Aber das sind ja sahnemäßig entspannte Aufträge. Also, ich brauche nichts, ich muss nichts ausleihen. Vertrag akzeptieren. Düngen. 4, 5, 60, 65, 80. Sensationell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich fahre als erstes nach oben, mache diese drei Aufträge auf diesen kleinen Feldern. Das ist zwar nicht wirklich viel, es ist auch mal eine längere Gurkerei, aber dann haben wir das. Zack, angekoppelt. Und jetzt heißt es ab nach oben, ab zum Düngen. Wir gucken auf dem Tacho, wir haben 42.000 Euro und jetzt machen wir einfach mal wieder ein bisschen Cash. Und wenn wir den Cash haben, ja, dann kaufen wir die nächsten hoffentlich sinnvollen Sachen. Halt, habe ich schon gerade gesehen, dass das Bienending voll ist? Tatsächlich, jetzt ist das Ding voll. Muss ich das jetzt erst irgendwie wegbringen? Oder kommt hier noch eine zweite Palette hin? Ich vermute, hier kommt noch eine zweite Palette irgendwie rein, oder? Gucken wir uns später an. Jetzt wird gedüngt. Ab in den Track und ab geht es. So, und dann sind wir auch schon hier. Und zwar, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, das sind einfach genau diese 5, 4, 3. Also direkt hier übereinander. Die beiden Brachen und das oben Grüne. Oben rechts das. Das bedeutet rein hier in die Navi. Navigation ist an. Steuerung S. Wir machen Spurführung an. Wir machen A-Richtung. Sechsen, jawohl. Dann gehen wir hier auf die Breite. Sind 24 Meter. Und ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Ich hätte das gerne quer. Das heißt, wir setzen das Ding, das hatte ich beim letzten Mal schon mal nochmal nicht richtig gezeigt. Wir setzen das Ding hier, A-Punkt setzen, nicht 0, sondern im 90-Grad-Winkel zu der Spur, die wir jetzt haben. So, Richtung setzen. Und jetzt ist das so. Perfekt. Und jetzt machen wir hier wieder mit Steuerung. Nee, wie war das? Shift? Nee, Alt. Genau, mit Alt ziehen wir jetzt hier die Bahn schön rüber. Das heißt, wir fahren hier nur zweimal. Und dann ist das Ganze doch hier schon komplett erledigt. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ich finde das sensationell. Wir fahren jetzt zweimal rüber und schon ist fertig. So, jetzt müssen wir da mal eben hin in die Richtung. Das ist das Teil, was wir haben wollen. Alt und X, es ist aktiviert. Wir gehen rein in den Tempomat, machen das Teil an und ballern hier alles raus in Windeseile. Das sind doch dankbare Aufgaben. Guck mal,
Dann machen wir auch gleich direkt wieder aus. Und eben wenden. Ist das ein Traum, Alter. Steuerung X. In den Tempomat. Na? Da, in den Tempomat. Und jetzt hier gleich wieder anmachen. So, halb machen wir sogar den Rand von dem anderen schon mit. Und wir sind gleich schon wahrscheinlich eher fertig. Wir sind doch bestimmt schon eher fertig, oder? Düngen? Was ist das? Feldnummer? 75%? Das waren 75%? Das sind noch nicht 75%, Alter. Okay, abgeschlossen. So, direkt weiter zum nächsten hier. Ich brauche hier gar keinen Navi, oder? Eigentlich brauche ich hier doch gar keinen Navi. Das brettert man doch so durch immer eben. Zack, aber der Einfachheit halber. So, rein damit. Und anmachen. Alter, ist das nice. Ja, wenn das so läuft, ne? Dann ist das wirklich, wirklich nice. Dann hat man da auch einfach Bock drauf. Ich mag auch kleinere Felder. Ich sage dir, wie es ist. Dann hast du da nicht so viel Geraffel. Dann haben wir links natürlich jetzt eine kleine Ecke stehen lassen. So, das fahren wir jetzt hier gerade einfach mal manuell durch. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das irgendwie kleiner zu machen? Dass ich hier nicht so breit alles rausspreader? Abgeschlossen. Feld Nummer 4. Das ist ja nice, ey. Alter, solche Aufträge, ne? Solche Aufträge sind ja der Hammer. Ich fahre jetzt hier lang. Ich fahre jetzt hier einfach mittig durch. Ja, sollte passen. Vielleicht fahre ich ein bisschen rüber. Ja, passt schon. Das ist ja winzig hier auch, das Feld Nummer 3. So. Und nochmal eben wenden. Ist das geil. Und gib ihm. Jawohl. Ich sehe hier natürlich genau, wie weit ich hier das alles habe. Hellblau ist noch nicht fertig. Dunkelblau ist komplett zugespreddert. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Nice. Wir haben noch 4000 Liter Dünger. Uff. 4000 Liter Dünger. Und jetzt heißt es, wo ist die Map? Jetzt heißt es gleich nach unten brettern, ne? Die waren doch hier unten, ne? Ja, 60 und 65. 60 und 65. Wieder zurück zur Hauptstraße. Oh, ich versuche mal hier durchzukommen, über die Brücke. Ich hoffe, ich komme hier durch, sonst bin ich ein bisschen gemeiert. Oder soll ich direkt hier die Hauptstraße fahren? Na, ich guck mal. So, erstmal wieder Gas geben und ab zum Acker. So, und dann sind wir auch schon hier. Das ist das Feld. Wir stellen nochmal eben das GPS hier wieder ein. Genau bis zum Rand. So, mit Alt Bild rauf und Bild runter. Dann mit Alt X aktivieren. Dann auf der Taste 3 Vollgas geben. Und mit B aktivieren wir den Spreader hier hinten. Das heißt, wir fahren hier vielleicht zweimal, wenn wir Glück haben. Und das Ganze ist auch schon sofort wieder fertig. Einfach zu gut, oder? Ich finde das richtig nice. Also wenn das Düngen, ne? Düngen könnte ich die ganze Zeit, ja. Weil es einfach so leisure ist. Und dann siehst du eben auch, dass das so, ne, dann hast du so die befeuchtete Area hier. Mega gut, ja. So, ausmachen.
direkt wenden. Zack, X. Tempomat. Und weiter geht's. So, habe ich das jetzt erledigt? Feld 60? Feld? Aktiv, aktiv. Erledigt. Abgeschlossen. Jawohl, ist erledigt. So, 65 noch. Und die 80 ist dann wieder am anderen Ende. Die 65 ist gar nicht so weit weg, oder? Genau, das ist das ganz kleine Dingen. Direkt... Da hinten das Kleine. Das ist ja wirklich winzig. Ob ich das mit einem Mal drüber brettern hinkriege? Ja, das ist das hier. Das kriege ich doch mit einmal drüber fahren. Hör mal, das ist doch so ein Gemüsefeld. Da kann ich ja, das bewirtschafte ich. Das mache ich doch selbst einfach mal eben fertig. Ja. So, geht das so? Warum auch immer, aber er ist irgendwie gerade ein bisschen schräg mit dem GPS. Aber ich bleibe jetzt hier gleich einfach. Ich fahre jetzt hier einfach so rüber. So, Tempomat an. Dünger an. Nein, das reicht nicht. Okay, ich muss dringend hier rüber. Nein, das reicht nicht. So, schnell weiter. Einmal hier durchbrettern. Wann kommt die Meldung? Geschafft. Ich hoffe jetzt. Ja, und sofort aus. 65 auch erledigt. Alter, ist das nice, ne? Und vor allem, wie schnell das geht. Und damit haben wir dann auch den letzten Acker hier. Das ist das Feld. Ja, auf Nummer sicher nochmal gehen, dass es das auch wirklich ist. Feld Nummer 80. Und auch hier jetzt ohne... Ohne Dingens, ohne GPS so richtig. Ich nehme es einfach nur so als Hilfslinien sozusagen. Dass wir das hier einmal haben. So. Zack, wieder aus. Eben wenden. Ja, das wäre ja schon fast die Linie hier. Und wieder an. Jawohl. Auf der Minimap sehe ich dann genau, dass ich auch alles schön abdecke. Jetzt gleich im richtigen Moment schnell wieder ausmachen. Zack, sobald es fertig ist. Damit sparen wir noch ein paar Liter Dünger. Das waren jetzt knappe 420 Liter Dünger. Für, nee, 1400 ungefähr. Sagen wir mal 1500 Dünger für alle Aufträge. Kann das sein? Aufträge. Perfekt. Perfekt. Alle abgeschlossen. Wir haben 42.000 Düngeaufträge abschließen. Ist das nice, Alter. Bing, 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 bing. Aber es ist auch wirklich nicht so wahnsinnig viel. Es sind ungefähr 3.000 jetzt gewesen. 3.800. Ah. Naja, dafür, dass es so schnell ging, ne? Es ging eben auch wirklich, wirklich schnell. Und wahrscheinlich muss ich irgendwann mal sowas hier machen. Mit den großen Maschinen. Ballenpressauftrag Deluxe. 21.000. Mit Helfern. Unkraut bekämpfen. Was ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen. Feld 69. Weil das 2.000 kostet. Ich muss dann bestimmt irgendwas spritzen, oder? Benutze deine Ausrüstung. Du kannst 1400
Ja, und dann muss ich das auch noch ausleihen, Alter. Dann bleibt ja gar nichts mehr von übrig. Das muss ich mir nochmal im Detail angucken. Wahrscheinlich ist das einfach irgendwie Herbizide spritzen. Pflügen fällt 32. Oh! Oh, wait! Wenn ich Feld 32 annehme. Oh, ich habe hier einen Grubberauftrag. Wenn ich Feld 32 annehme. Das wäre ja jetzt nicht so schlecht. Mit dem Riesendingen. Wir müssen mal eben gucken. Feld 32. Wo ist die 2? Hier. Oh mein Gott. Okay, das ist aber auch riesig. Ne, das mache ich heute nicht mehr. Das ist zu viel. Aber wenn sowas nochmal drin ist, dann wird es einfach mal Zeit, komplett zu eskalieren. Und dann wird durchgepflügt, was das Zeug hält. Dann wird einfach mal komplett durchgepflügt. Ich fahre erstmal wieder kurz zurück in die Base. Und dann gucken wir gerade nochmal eben nach Aufträgen. Es ist 8 Uhr morgens, wir haben wahnsinnig viel Zeit noch. Alles chillig. So, zurück damit. Alles wieder abstellen. Stopp. Eben sauber machen. Hoppala. Ey, was ist hier? Mal eben sauber machen. Ist hier eine Delle irgendwie? Es kam noch nichts weiteres raus. Oh, okay. Es kam noch nichts weiter raus. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss mich gleich sofort um die Bienen da kümmern. Oh, das geht doch eigentlich noch, ne? Alter, bin ich vorbildlich oder bin ich vorbildlich, Algen? Sensationell. Weg damit. Ab in die Karre. Schön abstellen und gut ist. GPS ausmachen. Zack, zack, Steuerung C an und aus. Fertig ist. Guck mal, die Rehe stehen hier rum. Huschusch. So, perfekt. Ja, und jetzt stimmt da natürlich irgendwas nicht mit dem Honigabladegerät, ne? Mit dieser Fläche. Kann da immer nur ein Kasten drauf? Das wäre ja ein Ding, ne? So, wir müssen da mal eben ran hier ins Eingemachte. Auch wenn es wieder ein bisschen lauter wird mit der Maschinengasse hier. Aber ich hoffe, das geht. Da, laden. Vielleicht hat sich auch einfach noch nichts getan. Wie auch immer, ich lasse es hier einfach drauf. Doch. Lol. Muss ich mal ein bisschen zurückdrücken. Laden. Soll ich den hier einfach stehen lassen? Nee, das laden wir jetzt noch nicht. Das, warte, ich lasse den hier gleich einfach stehen. Ich ziehe den nochmal ein bisschen gerade. Und dann drücken wir den mal schön nach hinten. Ha, mal eben easy. Das ist ja leicht, ne? So. Ja, aber so geht das schon. Ich lasse den gleich schon fast so stehen, ja. Mal gucken. Mal gucken, wann ich das hinkriege. Irgendwann habe ich das hingekriegt. Alter, Alter. Imagine, du hockst dann hier drin und denkst dir, ja, warte. Moment, Meister. Ich muss nur noch mal eben vorne kurbeln und hinten gucken. Warte. Nee, jetzt drehen wir noch mal so. Jetzt zurück. Ja, guck mal, so sieht auch eigentlich gut aus. So, und jetzt aber wieder einschlagen. Und trotzdem zurück. Ja. Nee. Warte, ich muss noch mal außen gucken. Ja. Fast gut. Katastrophe, Alter. Katastrophe, ich sage dir, ey. Absolute Katastrophe.
Absolute Katastrophe. Also wirklich, wirklich, wirklich. So, wir fahren einfach so dran. Problem gelöst. Und setzen das Teil hier entspannt daneben. Damit wir hier einfach wieder ankoppeln können. So, perfekt. Genau so. Abkoppeln. Und dann ist das gut. Und wenn das Ding voll ist, dann koppel ich da einfach kurz wieder an. Zack, zack. Lad das Ding wieder drauf. Und dann ist das gut. Das ist aber schon mal nice. Das war jetzt ratzfatz ziemlich viel Honig. Also, das hat sich doch, glaube ich, schon gelohnt. Da wird relativ schnell auch das Geld wieder für drinne sein. So, jetzt haben wir die Aufträge. Das ist auch schon mal gut. Und wir haben an für sich einen, und das will ich doch endlich nochmal machen, einen Grubberauftrag. Denn das habe ich bisher noch nicht gemacht. Hier, Feld grubbern. Und ich habe ja einen Grubber. Das ist Feld Nummer 79, auch wenn das jetzt ein bisschen weiter weg ist. Ich glaube, das ist wieder da unten links. Ne, das ist hier unten rechts. Ist es. Okay, ist gar nicht so groß. Na super, komme ich gerade her. Aber ich hatte den Grubber auch nicht dabei. Also, jetzt wird eine Runde gegrubbert. In der Zwischenzeit haben wir ganz viele Bienen wieder. So, das koppeln wir mal eben da dran. Den Grubber muss ich dann bloß richtig... zack. Richtig zusammenklappen. Das habt ihr mir ja im Livestream letztes Mal gesagt. Mit X zusammenklappen. Sehr cool. Jawohl, die Warnschildchen und die Beleuchtung. Und dann können wir jetzt damit losfahren und die erste Fuhre mal grubbern. So, auch schon gerade wieder dran vorbeigefahren. Ich hatte den Auftrag noch gar nicht aktiviert. Ist es jetzt das hier? Warte mal, ich stehe jetzt auf dem Acker. Und daneben... Ne, das ist die 72. 82. Das hier muss ich grubbern. Ja, das hier muss ich grubbern. Okay. Das muss ich grubbern. Grubber aufklappen mit X. Wow. Voll gut, ey. So. Dann gehen wir natürlich wieder ins GPS. Aktivieren das natürlich nochmal neu. Und zwar Breite ausrichten sind 5 Meter. Das haben wir so gesetzt. Dann müssen wir natürlich uns nochmal richtig schön am Feld ausrichten. Und machen hier mit Altbild. Setzen das natürlich schön bis zum Rand. So. Und jetzt wird hier gegrubbert. Meine erste Grubber-Session. Grubber zuklappen, Grubber senken mit V. Und wir gehen in den... Halt! Er zieht sich jetzt automatisch. Geil! Yeah! Ja, Mann, genau so. Er zieht sich jetzt hier schön die Bahn durch. Relativ schnell sogar, Alter. Heben, wenden. Oh, nicht so schnell, Alter. Ausrichten, senken. Yeah, Baby. Läuft der Grubber. Das ist doch wieder cool. Da zieht er ab. Oh. Na, guck, da muss er mal eben rein in den Kraftgang. Hat er mal eben so ein bisschen abgesoffen irgendwie, der Teil. Wieder da rein, schnell wenden. Runter damit. Volles Bett, Alter. Und gib ihm.
Mann, das gab aber hier ein bisschen Theater jetzt gerade. Aber es ist abgeschlossen. Meine erste Grubber-Session. Hat er doch gut überstanden. Gleich erstmal ab nach Hause, das Gerät wieder ordentlich sauber machen. Und dann haben wir es doch geschafft hier. Boah, ey, nicht schlecht. Mann. Ja, das war natürlich ein Dingen, ey. Das war natürlich ein Dingen. Gerade schön erstmal ein bisschen durcheinander gekommen hier mit den Tasten. Und auf einmal war dann die Grubber oder die Fahrtrichtung war dann raus. Und dann war das Ding wieder hier auseinandergeklappt oder wieder eingeklappt und wieder hochgehoben. Yay. Einfach mit der unegalen Fingers wieder dazwischen gekommen. So, so ist das alles aber wieder hier schicki. Wunderbar. Und abstellen und den Grubber abstellen. Das Navi ausmachen. So. Auch geil, wie er immer am Rumschalten ist hier. So, dann kommt der Grubber hier wieder in die Ecke. Für den... Oh, ich habe noch gar nicht abgeschlossen. Für den nächsten Grubber-Auftrag. Kann ich den hier einfach abstellen so? Auch so ausgepackt. Grubber senken. Q. Nee, muss ich erst ausklappen. Okay. X. Ausklappen. Fallen lassen. Perfekt. Und den Honig müssen wir auch noch nicht wieder erneut ankoppeln und beladen. Tipptopp. Das dauert jetzt natürlich immer noch ein bisschen. Aber es geht auf jeden Fall deutlich schneller als zuvor. Also, wie bei den letzten Malen auch, wir haben Geld gemacht, aber wir haben auch wieder Geld ausgegeben. Investiert allerdings, damit wir demnächst immer besser und immer leichter, immer mehr Cash bekommen können, damit wir auch dem großen Ziel der Fischzucht schneller und einfacher entgegenkommen. Und das Ganze wird, wie man merkt, gerade im schwierigen Schwierigkeitsmodus tatsächlich doch noch ein bisschen länger dauern. Ja, für dich auch nochmal die große Frage oder an dich nochmal die große Frage. Was meinst du, was sind noch wirklich gute, günstige und realistisch zu realisierende Produktionsstätten? Und auch zu bedenken, gibt es vielleicht irgendwelche Anhänger, die ich mir sinnvoll oder Geräte, die ich mir sinnvoll holen kann, die ich dann mit dem Schlepper schon ankoppeln kann und damit noch weitere Aufträge machen kann, damit ich die komplett bezahlt bekomme und nicht immer noch die Sachen mieten muss. Gibt es da irgendwas, was sich lohnt? So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Livestream wieder ab, nicht ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr ist nochmal Russian Fishing 4, aber ich denke mal so ab spätestens 21 Uhr gehen wir dann nochmal schön rein in das Game. Also nochmal in den LS22 und dann wird da live nochmal ein bisschen geschnackt und dann wird auch nochmal geguckt, wie es hier weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.